2.10.24, Mittwoch. Willkommen zum Neumondtag. Denn an diesem Abend um 20.49 Uhr nach unserer Ortszeit findet der Neumond in Waage statt. Und wer auf der anderen Halbkugelseite wohnt, nämlich am südlichen Pazifik, Chile und südliches Argentinien, der wird eine wunderbare ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen bekommen. Ja, die Sonnenfinsternis ist eine von dreien in einem Sonnenfinsterniszyklus oder Eklipsenzyklus, der stattfand, während der Mondknoten auf der Achse Widder-Waage lief. Und deswegen ist diese Sonnenfinsternis eine ganz besonders wichtige, weil sie so eine Art Resümee zieht. Dazu habe ich allerdings ein Video gemacht, das kannst du dir gerne auf meinem Kanal angucken. Ansonsten, was bedeutet Sonnen? Oh, gucke mal, Neumond bzw. Katermond, nein. Was bedeutet Mond, Neumond in Waage? Es ist jedes Jahr die Gelegenheit, sich über die Beziehung zu sich selbst, aber auch über die Beziehung zu anderen Menschen Gedanken zu machen und vielleicht auch einen neuen Ansatz zu implizieren. Vielleicht bist du jetzt gerade in einem Umschwung, nicht nur, wenn du Waage oder Wiedergeborene bist, besonders auch, wenn du Planeten hast, zum Beispiel auf der Ebene von Waage oder Widder. Vielleicht ist es Zeit, jetzt etwas zu verändern, in deiner Beziehung. Dann hast du das aber schon in dem ganzen Jahr irgendwie angegangen, oder etwas zu verändern jetzt in diesem Neumond, zu verändern, wie du mit anderen in Kommunikation stehst. Denn Merkur steht direkt dabei am Neumond und sagt, hey, es geht auch charmanter. Es geht vielleicht auch ein bisschen diplomatischer. Und Lilith steht mit auf der Achse mit diesem Neumond und sagt, aber es ist wichtig, dass du herausstellst, was deine Persönlichkeit so einzigartig macht und so besonders. Und es ist wichtig, dass du dich nicht kleiner machst, als du eigentlich bist, nur weil andere vielleicht sich gerade größer machen. Und trotzdem geht es darum, es ist immerhin ein Neumond in Waage, es geht um Harmonie, es geht um Frieden. Und es geht darum, sich mal in sich zu gehen und zu schauen, was brauche ich und was brauchen die anderen, was brauchen wir alle gemeinsam, um friedvoller miteinander umzugehen in diesen rohen Zeiten. Wir haben uns in den letzten 5 Jahren ganz schön rohen Umgang miteinander angewöhnt. Und wir haben uns teilweise auch daran gewöhnt. Und ich höre immer wieder, ach, da kann man ja jetzt nichts machen. Aber ich sehe das nicht so. Man kann immer etwas machen. Und wenn du wirklich willst, dass du und alle Mitmenschen um dich herum im Frieden miteinander leben, dann starte doch bei dir und lass dich berühren zum Beispiel und nicht gleich dann beißen. Er hat es gezeigt, so geht es nicht. Also, wie sieht Frieden bei dir aus? Was ist dir wichtig, damit wir Frieden auf der Welt haben? Was ist dir wichtig, damit du Frieden unter deinen Mitmenschen leben kannst? Ganz bestimmt nicht das direkte Zubeißen, wie dieser manchmal etwas launische Kater es tut. Also, ich wünsche dir einen friedvollen Tag und wir sehen uns wieder am nächsten. Ciao, ciao.